Das ist Max. Oh, Max, jetzt doch noch nicht. Max denkt sich, wieso gibt es keinen Arzneistoff, der dies leistet? Nicht nur das. Wieso wird diese Pflanze so wenig genutzt? Wieso? Läuft bei dir. Also deine Nase. Danke, Uwe, für 13% mehr Sauerstoff. Ja, Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr über Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ich kenne ja viele behaupten, wenn nicht diese Studie da gewesen wäre. Und zwar wurden da Elite-Rennsportler aus Indien getestet. Und zwar wurde, warum dann halt Radsportler? Weil es ein sehr, sehr aerober Sport ist. Es wird sehr viel Sauerstoff benötigt für den Körper, ja. Und deshalb ist es natürlich sehr sinnvoll, auch da sauerstoffbezogene Mittel, die es erhöhen sollen und so weiter, zu testen, ja. Und also ganz klar, also beim Radsport ist ganz wichtig, ja, Beta-Oxidation in den Mitochondrien dementsprechend, ja, also Verstoffwechselung von Fettsäuren und im Zytoplasma dementsprechend die Glykolyse, ja, Verstoffwechselung von Glucose, wie ich schon sagt, Lyse, immer die Spaltung. So, und dann wurde gegeben 500 Milligramm Ashwagandha, Ashwagandha, ja, hast hier super vorbereitet, Patrick, das ist wirklich der Hammer, wie du das immer so richtig durchziehst mit dem Vorbereiten. Ashwagandha, danke Uwe, danke, ja, danke. Und zwar wurden dann zwei Gruppen gebildet dementsprechend. 8 Wochen wurde ein Placebo gegeben der einen Gruppe und 8 Wochen halt Ashwagandha eben. 2-mal am Tag, 500 Milligramm. So, und wurde gemischt, ja, Frauen und Männer. Und es mussten mindestens vor kurzem Medaillengewinner gewesen sein. Ja, das war ganz, ganz wichtig. So, und zwar, das sind die Ergebnisse. Was sagt er eigentlich zu meiner neuen Frisur? Geht so. Okay, ich fange schon an. Also, ganz wichtig, zunächst wurde gemessen die Zeit, bis sie sozusagen erschöpft wurden. Es wurde vorher ein Test gemacht, ja, ein Fahrradtest dementsprechend. Und dann halt nach den 8 Wochen wurde ein Fahrradtest gemacht, ja. In der Placebo-Gruppe und in der Versuchsgruppe. Und anscheinend konnte die Dauer bis zur Erschöpfung um 9% erweitert werden bei denen, die letztendlich das Ashwagandha genommen haben. Das ist schon wirklich sehr, sehr signifikant, ja. Jetzt kommt aber noch was ein bisschen krasseres, und zwar geht es um das VO2-Max. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal gesehen. Was heißt das, ja? Also, es ist so, das ist die Aufnahme pro Minute von Sauerstoff bei Maximalleistung, ja. Und das Wichtige ist dabei, die dein Körper auch wirklich verwenden kann, das Sauerstoff, ja, also den Sauerstoff, und zwar zur Verstoffwechselung dementsprechend von energiebringenden Metaboliten, ja, wie zum Beispiel Glucose und so weiter. Ja, das heißt, den Sauerstoff, den du aufnimmst, bei Maximalleistung pro Minute und in den auch noch verstoffwechseln kannst. Ja, weil der einzige Grund, warum du atmest, ist, weil du Glucose verstoffwechselst. Ja, nicht weil irgendwie, keine Ahnung. Ne, nur deswegen. So. Und zwar dieser wurde dann dementsprechend gemessen. Ja? Und das ganz Interessante, was herausgekommen worden ist, dass in der Placebo-Gruppe, ja, der Wert vorher, nach den vor den acht Wochen, 44,6 war. Hallo Fliege. Und nach den 8 Wochen mit dem Placebo 44,4 war. Das heißt, es eigentlich noch ein bisschen schlechter wurde. In der Ashwagandha-Gruppe von 44 auf 52 gestiegen, ja, die Fähigkeit deines Körpers, Sauerstoff aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Das ist Hammer und das entspricht ca. 13% mehr Steigerung an Sauerstoff. Jetzt müsste sich das ja ungefähr auch widerspiegeln in einem anderen Wert. Und zwar in dem MET-Wert, ja, um diese Aussage zuvor zu verifizieren, ob das wirklich so ist auch, ob wirklich mehr Sauerstoff und Glucose dementsprechend verstoffwechselt wird. Und MET-Wert ist nichts anderes als die metabolische Äquivalente, ja. Und zwar geht es dabei, dass du, circa so eine Faustregel, und da kann man auch googeln, ich glaube auf Wikipedia gibt es glaube ich auch einen Eintrag dazu, das ist, wenn du eine Kalorie, ja, pro einem Kilo Körpergewicht pro Stunde verbrennst, ja, das wäre bei mir circa so 2000 Kalorien im Ruhezustand, ja. Ein MET beschreibt Ruhezustand. Jetzt kannst du natürlich Aktivitäten machen und so weiter. Und hier wurden die Leistungssportler bis auf 14 MET hochgetrieben, ja, dementsprechend. Das heißt, 14-fach ihren Ruhe oder bis zu 12 bis 14-fach ihren Ruhe-Normalgrundumsatz dementsprechend getrieben. Das heißt, sie wurden wirklich ans Limit getrieben. Super geile Studie dazu auch nochmal. Muss man hier sagen, dass hier richtig wirklich bis an die Grenze geführt worden sind. Und wenn wir uns die Ergebnisse einmal anschauen, dann sehen wir sogar, dass der Placebo sogar etwas
verloren hat an MET, sondern etwas schlechter geworden ist nach den 8 Wochen. Und wir sehen hier eine Steigerung, ja, den MET-Wert, ja, Glukose zu Verstoffwechseln, von 13,2 in der Ashwagandha-Gruppe auf 14,8. Das entspricht einer Steigerung von 12%, was sich auch sehr wieder deckt mit den 13% vorher mehr Sauerstoff. Ja? 13% mehr Sauerstoff, auch dementsprechend fast 13% mehr Verstoffwechselung von Glukose. Das ist wirklich verifiziert hier, schwarz auf weiß, da kann man wirklich nichts dran rütteln. Das ist wirklich so. Ganz, ganz spannend weiter. Habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt eine Studie. Ja, ist schon ziemlich gut, doppelblind und so weiter, bla, Leistungssportler. Aber ich habe gedacht, da geht noch was. So, 2015 wurde genau das gleiche getestet. Wieder 50 Probanden, ja, wieder Athleten. Dann wurde aber nur 300 Milligramm gegeben, ja, zweimal am Tag, so etwas weniger. Und wir kommen nach 12 Wochen dann dementsprechend zu dem gleichen Ergebnis. In der Placebo-Gruppe Steigerung von 4%. Wahrscheinlich ist es der Placebo, auch wirklich der Placebo-Effekt gewesen. Und dann dementsprechend in der Ashwagandha-Gruppe Steigerung um fast 14%, ja, wieder VO2-Max, ja. Also das ist wirklich verifiziert hier an der Stelle, ja. Also zweimal die Studien, komplett gleiche Ergebnisse, ja, und die MET-Werte haben auch übereinbestimmt. Da kann man wirklich nichts dran rütteln und das ist wirklich Hammer, Hammer, krass, durch so wenig vor allen Dingen. Also ich ziehe es mir gerade schon rein. Also ich teste sowas natürlich dann jetzt auch immer, ne? Wenn ich sowas lese, dann kaufe ich es mir sofort und teste sowas, ganz klar, ja. So, dann wird doch oft gesagt, ich habe ein bisschen weiter geforscht und so weiter und so weiter geforscht und so weiter. Ja, alles klar, Patrick, geht's, alles klar. Das Wichtige wird gesagt, Libido steigern, Potenz und so weiter. So, und dem bin ich auch nachgegangen, weil damit wird geworben auf bestimmten Dingen. Es wird einfach nur gesagt, keine Studie dahinter verlinkt, gar nichts und danach wird das Produkt verlinkt. Da denke ich mir so, ja, alles klar. So, 2011 wurde genau das untersucht, ja, bei Probanden, bei, ich glaube, fast 90 Probanden, 86 Probanden, die erektile Dysfunktion haben. So, dann wurde dieses Präparat dementsprechend gegeben, ja, über einen bestimmten Zeitraum und dann wurde dementsprechend ausgewertet. 0% hat dadurch ihre erektile Dysfunktion beheben können, 0%. 2,44%, ja, konnten sozusagen eine deutliche, eine spürbare Veränderung spüren, ja. Und dann keine konnten moderate, so gesehen, Veränderungen spüren. Und dann dementsprechend 14,46% konnten dann eine milde Veränderung spüren, ja. Und 82,92% verspürten gar keine Veränderung, gar nichts. Also wirklich nichts. Und das ist somit die einzige Studie, die auch dazu überhaupt durchgeführt worden ist. Jetzt frage ich mich, kann man das jetzt als Verkaufsargument sozusagen nehmen, ja? Weil es quasi die einzige Studie ist und die einzige Studie ist noch wirklich, die sagt, nee, es hilft eigentlich nicht. Denn die Prozent, die da irgendwie rausgekommen sind, das ist sehr wahrscheinlich, steht auch in der Studie, auf Placebo zurückzuführen, ja? Ja, also das ist definitiv nicht so, wenn ihr es deswegen kaufen sollt, spart euch das Geld lieber. Aber was wirklich nicht wegzudenken ist, ist wirklich diese für Leistungssportler vor allen Dingen deutlich merkbare, ja, spürbare Glukoseverstoffwechselung und Sauerstoffaufnahme in den Körper und das finde ich wirklich sehr, sehr krass. Wer davon sich gerne das ausprobieren möchte, davon profitieren würde, kann das gerne ausprobieren. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, ich sage nur, weil es eine Studie ist und bin gerade dabei, es auszuprobieren. Ja, ja, das war's wieder vom Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und konntet viel, viel lernen. Falls ihr jemandem Tipps geben wollt, was er vielleicht mal ausprobieren könnte oder sonst was, das ist das, was die Studien gesagt haben. Ich weiß nicht, wie es selbst ist, deshalb probiere ich es selbst aus. Ich danke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wirklich hammerkrass. Beim Abonnieren vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Das ist unfassbar wichtig, weil nur so werdet ihr informiert, wann ihr das nächste Mal mehr Tipps von mir bekommt. Und ja, Kommentar wäre auch cool. Vielleicht verlose ich aber beim nächsten Mal wieder was. Vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Soll ich machen, Uwe? Soll ich ja oder nein? Sag ich ja. Uwe, hallo!